ging mir jetzt gar nicht darum, hier irgendwelchen Applaus auszukosten, sondern ich habe gedacht, ich gebe dem ganzen Livestream-Team auch die Gelegenheit, wirklich den Start zu machen für unseren Livestream. Und damit herzlich willkommen zur Verleihungsgala der Big Brother Awards 2015, wie immer in Bielefeld. Vielen Dank für die musikalische Begrüßung. Das war das Duo Duplex Mesh, Una Kastner und Markus Schwarzer. Und ein doppelter Applaus kann da einfach nicht schaden. Ja, so ein Termin für die Big Brother Awards, der ist lange im Voraus geplant, nicht Tage, nicht Wochen, Monate vorher geplant, aber dann doch wieder erstaunlich, wie sich so einiges zum anderen dann so zufällig zusammenpasst. Es ist schon eine besondere Woche in Deutschland, was das Thema Datenschutz angeht. Seit Mittwoch ist klar, irgendwie ist Murmeltiertag oder wie Roland Kaiser sagen würde, es geht schon wieder los. Deutschland führt erneut eine anlasslose Massenüberwachung ein. Die Telefonverbindungsdaten von 80 Millionen Menschen werden also monatelang vorsorglich gespeichert für den Fall, dass sie die Polizei vielleicht einmal brauchen könnte. Passend dazu fand ja hier in Bielefeld heute der Auftakt zur Freiheit statt Angst Demo-Tournee statt, passend auch zu den Big Brother Awards Deutschland. Viele bekannte Gesichter sind heute Abend hier, viele, die regelmäßig kommen seit vielen, vielen Jahren, auch aus der Politik, sind wieder Vertreter da und am Livestream da draußen auch jede Menge Zuschauer. Allen zusammen herzlich willkommen zum Big Brother Award. Und das Schöne ist, wer jetzt anderen, die heute nicht live dabei sein können, diese Veranstaltungsgala ans Herz legen will, man kann das Ganze auch hinterher sich anschauen auf Vimeo. Da ist das dann möglich.